Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial über diesen im Boden versenkten Ofen. Also ihr habt ihn gerade gesehen, hier unten ist der Ofen. Funktioniert eigentlich so, wir können hier unsere ganzen Erze alle reinlegen, da können wir wirklich alle Erze reinhauen. Das heißt, also wir können da Gold reinhauen, wir können da gerade Iron Ore reinhauen, wir können da hier unsere ganzen Brennmaterialien reinhauen, bedeutet Blaze Rod zum Beispiel oder Coal eben. Das übliche können wir einfach alles in die entsprechenden Chests reinschmeißen und die werden dann entsprechend verteilt und hier bekommen wir unsere Resultate raus. Ist sehr simpel zu bauen, auch extrem survival-freundlich. Alles, was wir brauchen, sind ein paar Comparator, für die wir offensichtlicherweise Quarz brauchen. Wir brauchen ein paar Dropper, wir brauchen Hopper, wir brauchen natürlich einen Ofen, wir brauchen Repeater und wir brauchen Redstone oder natürlich ein paar Baublöcke. Und dann brauchen wir hier oben schließlich eine normale Chest und eine Trapped Chest. Okay, bevor wir loslegen mit dem Bau, möchte ich noch kurz erwähnen, dieses Design ist von nicht mir. es stammt von Queen King Happy. Ich werde auf jeden Fall in der Beschreibung verlinken, zusammen mit dem Video, wo er das Ganze vorgestellt hat. Ist allerdings in Englisch und er hat es ein ganz klein wenig anders gebaut. Ich dachte, dass ich mir das ein bisschen modifiziere und euch es dann auf Deutsch vorstelle. Also, legen wir los. Zunächst bauen wir drei Dropper, übereinander. Genau so. Dann benutzen wir einen Comparator an einem unteren Ende. Einfach hier, hier, hier oder da eben, der aus dem Dropper raus zeigt. Der geht in einen Block rein. Redstone, Repeater und Block. Okay. Jetzt nehmen wir wieder einen Comparator auf diesen Block drauf. Wieder in einen Block rein. Und hier zwei Blöcke, Redstone, Repeater in einem Block. Und jetzt machen wir nicht hier den Comparator drauf, sondern in diesem Fall bauen wir den jetzt hier seitlich an, um Platz zu sparen. Hier den Comparator in einen Block rein. Der kommt weg. Redstone, Repeater, Block. Okay. Das hier oben können wir schon mal platzieren. Das ist unsere Output Chest. Alles klar. So, jetzt platzieren wir hier unten einen Hopper und darauf einen Furnace. Das heißt, wenn die Furnace-Items unten rausgezogen werden, dann werden sie durch diesen kleinen Itemaufzug hier hochgebracht in unsere Output-Chest. Und um die Items dort erstmal reinzubekommen, bauen wir einen Hopper hier und darauf eine Trapped-Chest, die sie nicht mit Air verbindet. Ihr könntet auch einfach in so eine Chest benutzen. Funktioniert auch. Da muss man allerdings in die obere Hälfte die Items reintun, die in diesen Hopper reingehen sollen, sprich die Brennmaterialien, sondern die Erze, und in die untere Hälfte müssen dann alle rein, die, beziehungsweise in der unteren Hälfte werden dann eben alle Items aus diesem Aufzug hochkommen. So ist es allerdings wesentlich schöner und getrennt. Also gut, dann machen wir hier noch einen Hopper seitlich ran, einen Hopper oben drauf und eine Chest hier seitlich dran. Und das war's auch schon. Jetzt können wir das Ganze einfach so abdecken und unser gesamtes Ding hier ist fertig. Alles klar, also nochmal zur Erklärung, die rechte hier, das ist der Output Chest, die mittlere hier ist die Input Chest für die Erze und das hier ist die Input Chest für die Brennmaterialien. Okay, ich zeige es mal kurz hier drüben. Dürfte jetzt schon ein bisschen weiter sein. Ja, genau, das Gold schmilzt hier vor sich hin. Ich nehme mal hier das raus. Und da wird schon das Eisen eingefüllt. Ihr seht, wenn ich das hier rausnehme, beziehungsweise wenn ich das Ganze rausnehme, wird es eben mit Blaze Rods weiter aufgefüllt. Oder wenn ich das rausnehme, wird es eben mit Kohle aufgefüllt. Passt also wunderbar. Wird sofort rausgenommen und wird dann hochgebracht zur Output Chest. Okay, wunderbar. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, nicht mein Design, aber ich habe es für euch nochmal kurz hier aufbereitet. Und wollte das einfach nur weiter verbreiten, weil ich das richtig cool finde. Okay. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Bitte nicht vergessen, eine Bewertung und einen Kommentar zu hinterlassen. Man sieht sich. Tschüss.